Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, heute geht es im Glauben darum, dass wir uns bewusst werden, dass Glauben etwas kostet. Glauben ist nicht so einfach, sondern Glauben muss man lernen und muss sich immer wieder bewähren. Ich lese gerade ein psychologisches Buch, das hat den Titel »Werden wir wie die Eltern?« Und da sagt die Psychologin, dass diese Festlegungen und Wörter, die wir in unserer Kindheit immer wieder gehört haben, die uns vorgesprochen werden, uns blockieren in unserer geistigen Entwicklung, psychischen, aber auch natürlich in unserer körperlichen Gesundheit. Der Glaube, aber Glaube, wird das hier, könnte man das jetzt umschreiben? Der macht etwas aus uns. Er blockiert uns in unserer Entwicklung, in unseren Möglichkeiten. Ich bin gestern im Wirtshaus bei einer Frau gesessen und da ist es um Kritik gegangen. Und mir hat das so gefallen von dieser Frau, die sehr selbstsicher und selbstbewusst war. Mich interessiert das Negative nicht. Das blockiert mich. Das macht nur meine Energie schwach und schlecht. Das will ich gar nicht hören. Diese Einstellung gefällt mir. Man darf schon auch schimpfen, das gehört dazu. Sonst fällt man überall in jeden Blödsinn rein, wenn man sich da nicht austauscht. Aber wenn es 90% des Gesprächs ist, dass man kritisiert und negativ denkt, braucht man sich nicht wundern, wenn man nichts mehr tut oder nichts weiterbringt oder sich nichts traut. Der Glaube heißt, auf das Richtige setzen, etwas zu wagen. Zwei Wörter möchte uns Jesus heute mitgeben, die uns ermutigen sollen, unseren Glauben wachsen zu lassen. Das erste Wort sagt Jesus der Frau, die es gewagt hat, Jesus zu berühren. Einmal gefällt mir diese Frau so, weil sie sich so einsetzt, so bemüht, an Jesus heranzukommen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, sie hat eh gar keine andere Wahl mehr. Aber sie war krank. Sie war am Ende ihrer Kräfte, heißt es ja. Es ist immer schlimmer geworden. Wir haben es hier nicht mit einer gut trainierten Frau, mit einer gesunden zu tun, sondern eine, die eigentlich nicht mehr kann. Die in ihrer Motivation am Ende ist und auch in ihrer körperlichen Kraft. Und trotzdem, sie bemüht sich noch einmal, alles einzusetzen. Und sie sagt sich, wenn ich nur das Gewand von ihm berühre, dann werde ich geheilt. Es hätte auch sein können, dass es nicht funktioniert. Aber es hat funktioniert. Sie hat auf das Richtige gesetzt. Ihr Glaube war in der Situation der richtige. Sie hat nicht auf Menschen, sie hat nicht auf irgendwelche Wissenschaften, nicht auf irgendwelche Dinge gesetzt. Sie hat auf Gott gesetzt in dem Moment. Wir müssen auf die anderen Dinge auch setzen. Man kann nicht von der Luft und Liebe leben. Aber alles zur richtigen Zeit. Und sie berührt das Gewand von Jesus. Das heißt den Saum. Das ist das kleinste Stückchen, das man am Habit unten trägt. Ja? Und sie möchte sich sofort wieder zurückziehen. Sie spürt, wie eine Kraft ausgeströmt ist von Jesus. Sie merkt, sie ist jetzt frei davon. Der Schmerz ist vergangen, von ihr geflohen. Sie möchte verschwinden. Sie ist dankbar. Sie ist befreit. Aber Jesus hat es mitbekommen. Wer hat mich berührt? Und die Jünger sind irgendwie irritiert. So viele Leute, andauernd berührt Jesus irgendjemand. Du siehst doch, wie viele Menschen sich um dich drängen. Nein, jemand hat mich besonders berührt. Nämlich mit dem Glauben. Ganz bewusst. Nicht irgendwie ein Nachläufer, nicht irgendeiner, der irgendetwas glaubt, sondern jemand, der
das Herz geöffnet hat, auf die Stimme des Herzens gehört hat. Gehorsam, hören auf Gott. Und diese Frau kommt, voller Zittern heißt es. Sie fühlt sich quasi wie eine Verbrecherin. So viel Geld hat sie eingesetzt. So viel ist sie rumgelaufen. Jetzt hat sie ihr Ziel erreicht. Sie hat etwas angestellt. So fühlt sie sich. Ja, so geht es uns oft. Und das ist unser Hauptproblem auch. So wie nachher dann bei Jairus. Nämlich, dass wir oft zittern bei Dingen, die wichtig und richtig wären. Wir sind oft blockiert. Wir sind oft eingeschränkt bei Dingen, die wir tun sollten oder nicht tun sollten. Und sie schildert ihre Situation. Sie sagt die Wahrheit, heißt es hier sogar. Sie erzählt alles nach Punkt und Beistrich. Jesus lobt sie und sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Und davor sagt er, fürchte dich nicht. Das ist unser Hauptproblem im Glauben, die Furcht. Und genau dasselbe sagt Jesus ja dem Jairus zu. Hab keine Angst, glaube nur. Das sind die zwei Dinge, die unseren Glauben blockieren. Furcht, Angst. Warum wir nicht glauben? Und ich weiß es von mir selbst. Andauernd, wenn ich gefordert bin in meinem Glauben, muss ich mir sagen, riskier's, wach's, ist ja wurscht, wenn es schief geht. Man muss sich selbst motivieren. Die falschen Glaubenssätze, du darfst dich nicht blamieren, du musst nicht immer wichtig sein und so weiter, was ich von daheim alles kenne, den musst du auf die Seite stellen. Und wenn du das oft machst, dass du gute Sätze dir zusprichst, wirst du diese schlechten Glaubenssätze überschreiben. Und dein Herz wird freier. Du wirst sicherer. Du traust dich mehr zu wagen. Du traust dich auch mit Gott plötzlich zu gehen. Du traust dich über Gott zu sprechen. Aber das braucht seine Zeit. Ja, der zweite Punkt, den haben wir schon gehört. Hab keine Angst, glaube nur, hat Jesus zu Jairus gesagt. Und da haben wir das nächste Problem, was den Glauben blockiert, nämlich, was machen die Leute um das verstorbene Mädchen? Sie weinen, klagen und schreien. Damals hat es Klageweiber gegeben, die wurden bezahlt, die haben geschrien, haben geweint, damit man überall weiß, okay, da ist jetzt ein Verstorbener. Das macht eine schlechte Stimmung. Oft sind wir so in unserem Herzen, beim Gebet, im Gottesdienst, im Herzen klagen wir und weinen wir und denken dieses und jenes Negative. Und darum ist ja eigentlich das Schuldbekenntnis am Anfang, damit man es dort ablegt und dann eigentlich vom Gloria voller Freude Gott loben und preisen sollten. Funktioniert oft nicht so. Aber das wäre der Sinn dahinter, weil Gott gibt einem freudigen Geber. Wir geben ja etwas, unser Lobpreis, unsere Gaben, unsere Zeit. Da sollten wir frei, locker und fröhlich sein. Dann werden wir viel von Gott erhalten. Der Glaube. Er muss immer wieder wachsen in uns. Diese zwei Gefahren, die es gibt für den Glauben, nämlich die Angst und der Aberglaube, die falschen Glaubenssätze. Gott möchte uns fördern. Aber wir müssen uns immer wieder entscheiden, dass wir unser Herz öffnen. In der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit hat der Hagiograph gesagt, die Gerechtigkeit ist voll Unsterblichkeit. Was heißt das? Gerechtigkeit, das ist ein Wort, das will uns sagen, das Rechte, das Richtige tun. Wenn du das Richtige, das Rechte tust in deinem Leben, dann wirst du oft den Kürzeren ziehen, wirst du oft schlechte Karten, eine schlechte Position haben. Aber sie ist voll Unsterblichkeit. Wir müssen das durchhalten, dass wir gut sind, auch wenn uns Menschen auslachen und Menschen nicht mit uns sind. Das Recht
wird am Ende immer siegen. Das muss uns bewusst sein. Und ich kenne hier viele Menschen, die das anders versucht haben, die Situationen und Möglichkeiten anders ergriffen hatten und sie haben ihre Rechnung teilweise schon zu Lebzeiten bekommen. Der Glaube will uns hier stärken, für das Gute zu stehen, uns immer wieder neu für das Gute zu entscheiden. Ja, ich weiß es von mir selbst. Oft habe ich Angst gehabt. Oft habe ich nicht das Richtige gesagt. Oft habe ich nicht das Richtige gemacht, weil ich es nicht konnte, weil ich in meinen Emotionen blockiert war, weil ich Angst hatte, weil es nicht rausgekommen ist aus mir. Aber man muss das üben. Wir haben ja dafür unsere Lebenszeit, dass wir das einüben, immer gerechter, richtiger zu werden. Ja, und der Glaube kostet etwas, so habe ich schon begonnen am Anfang. In der zweiten Lesung hat Apostel Paulus davon gesprochen, dass er bei einer Gemeinde ist, die eigentlich sehr viel hat, und er fordert sie auf, er erinnert sie, dass sie etwas von ihrem Überfluss hergeben sollen. Der mehr oder viel gesammelt hat, soll etwas geben an die, die weniger oder zu wenig haben. Auch das fordert uns immer wieder heraus. Ob das jetzt Zeit ist, ob das jetzt Geld ist, ob das unser Know-how ist. Wir haben teilweise viel. Und wir müssen uns das manchmal bewusst machen, dass wir, also das sollte nicht deswegen sein, dass wir sagen, ich krieg's ja eh wieder irgendwie zurück, sondern wir sollen geben, weil uns bewusst sein soll, wir werden wieder bekommen. Und wenn ich an das Sternsingen denke und so den Durchschnitt der Geber anschaue, wo sie 10 Euro meistens so geben, da habe ich mir oft gedacht, jetzt verdienen die Leute teilweise wirklich viel Geld, ja, so durchschnittlich 20.000 bis 30.000 Euro im Jahr, und dann werden 10 Euro hergegeben. Und dann denke ich mir, wenn die von Gott auch so wenig erhalten wollen, wie sie geben, dann sind sie arm. Wir haben oft, glaube ich, kein so richtiges Bewusstsein davon, wie viel wir eigentlich bekommen und wie wenig wir oft geben. Und das ist auch manchmal in der Mitarbeit, in der Freiwilligkeit, in der Gemeinde oder in der Pfarre oft, wo ich mir denke, wir bekommen so viel von Gott. Und manchmal machen wir so wenig für Gott. Lassen wir uns einladen, machen wir uns das bewusst. Der Glaube kostet etwas. Wir können nur wachsen im Glauben, wenn wir offen sind, wenn wir etwas geben. Jesus sagt ja, dass er uns das Zehnfache dafür gibt. Heute wollen wir Gott bitten um den Glauben, dass er unser Herz öffnet. Wir wollen uns entscheiden, ja, wir wollen glauben. Ja, wir sind bereit, mehr zu geben, was Gott auch von dir und von mir in der Situation verlangt. Er möge unser Herz stärken, er möge uns hier führen. Amen.